Auf dem Gelände der Schule am Inselsee in Güstrow ist es am Donnerstagvormittag zu einem größeren Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz gekommen. Hintergrund war der Austritt eines zunächst unbekannten Gefahrstoffes, der bei zahlreichen Schülern Reizhusten, Atemwegsreizungen und Rötungen hervorgerufen hatte. Insgesamt gab es 84 gesundheitlich betroffene Schüler, die ärztlich begutachtet werden mussten. Inzwischen steht fest, ein Schüler hatte ein Pfeffer- oder Tierabwehrspray in den Eingangsbereich gesprüht. Aus diesem Anlass heraus sind unsere alarmierten Kollegen vor Ort gefahren und im Zusammenwirken mit dem Rettungsdienst, aber auch mit Kameraden der Feuerwehr, wurde dann eben diese Schule zur Sicherheit evakuiert, um die Verletzung von weiteren Personen auch einzudämmen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten wir feststellen, dass es also Hinweise darauf gibt, dass eine Person, ein Schüler dieser Schule, vermutlich Reizstoff in Form von Tierabwehrspray im Schulgebäude während der Hofpause versprüht hat. Mit Beendigung der Pause betraten die Schüler wieder ihr Gebäude und gingen durch eine Art Reizgaswolke hindurch. Danach setzten bei den Kindern und Jugendlichen Reizhusten, Atemwegsbeschwerden und Hautrötungen ein. Neben Polizei und Feuerwehr kamen auch Rettungsdienste mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatz. Ja, beim Eintreffen hier am Einsatzort Schule am Inselsee haben wir einige Schüler vorgefunden, die über Reizhusten geklagt haben. Es war nicht ganz klar, wo das herkommt. Und daraufhin haben wir dann entsprechende Erkundungsmaßnahmen durchgeführt und Teilbereiche der Schule evakuiert. Die Polizei stellte eine Flasche Pfefferspray sicher. Nachdem sie das Gebäude evakuiert hatte, wurde die angrenzende Turnhalle genutzt, um die Schüler dort zu behandeln. Die Feuerwehr lüftete das Schulgebäude anschließend. Aufgrund des Vorfalls war der Schulbetrieb unterbrochen, Eltern holten ihre Kinder ab. Beamte der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.